Also, wenn Sie mich fragen, hat Ruth ganz recht. Es gibt in diesem Haus nicht mehr genug Arbeit für so viel Personal. Augenblicklich jedenfalls nicht. Ich danke Ihnen allen. Aber ich fürchte, dass jetzt die Zeit gekommen ist, Abschied zu nehmen. Ich gedenke, das Haus zu verkaufen und in eine kleine Wohnung umzuziehen. Also werden Sie sicher einsehen, dass es unmöglich ist, Sie weiter zu beschäftigen. Sagen Sie, James, haben Sie schon gelegentlich daran gedacht, in die Politik zu gehen? Großer Gott, nein. Warum? Sie stopfen die Socken von Major Frederick? So was habe ich damals immer den Mädchen überlassen. Ja, bei uns waren damals die Mädchen leider zu knapp. An der Front. Wenn Sie Ihre Stelle als Diener bei uns behalten wollen, werden Sie nur meine Befehle ausführen. Eigenmächtigkeit ist in diesem Haus nicht gefragt. Ich habe Sie mehr als einmal daran erinnern müssen, dass Sie mich informieren, wenn Mitglieder der Familie kommen oder gehen. Ja, natürlich. Lass nur, du brauchst dich nicht zu bemühen, Vater. Ich sehe schon, dass du überhaupt nicht dafür bist, also werden wir die ganze Frage sofort vergessen. Ich halte es für meine Pflicht, Milady, Sie klar und offen über etwas Persönliches zu informieren. Ich habe mich in letzter Zeit sehr eng an jemanden angeschlossen. Und zwar an Lily, das zweite Hausmädchen. Um Himmels Willen, was ist passiert? Keine Ahnung, Mrs. Bridges. Los, schnell, Rose, rufen Sie einen Doktor. Was wird denn mit dem Dinner? Was kümmert mich denn jetzt das Dinner? Holt schnell den Arzt, Dr. Foley, und sagt oben Bescheid, was passiert ist. Ich denke, du liebst deine Cousine Georgina. Das war wohl schon immer so. Ja, ich sag mir immer wieder, dass es nicht wahr ist. Aber es stimmt, ich weiß es zu gut.